Ja, heute ein kleines Unboxing. Wie ihr seht, die Tischplatte habe ich schon mal probeweise zusammengesetzt. Ja, und dazu, um diese Tischplatte später abzuhobeln, brauche ich das, was hier in diesem Karton drin ist. Und ich dachte mir, wir machen mal darüber ein Unboxing. Ein Zollstock. Das ist sehr schön. Das habe ich selten. Ein schöner großer E-Hobel von der Firma Bosch. So, Karton können wir noch gebrauchen. Ja, was habe ich dafür bezahlt? Für diesen E-Hobel PHO 3000. Ich glaube, was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube, 130 Euro. Ja, es kann gut hinkommen. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, also in verschiedenen Motorklassen. Und das ist jetzt eine sehr hohe Klasse, 3100. Der hat hier 750 Watt. Und ich dachte mir, Eiche ist sehr hart, sehr massiv. Da brauchen wir schon ein bisschen Power. Ich hoffe, dass das Ganze auch dann seine Wirkung erzielen wird. So, packen wir das mal aus. Das Coole ist ja, dass das Ganze in einem schönen Koffer ist. Also, wenn man den dann in den Keller stellt, dann staubt das Ganze nicht voll. Ich zoome jetzt mal ran. So, und dann öffnen wir das gute Stück mal. Also hier kann man auch sehen, hier ist ein ganz anderer Verschluss verbaut worden. Wir kennen ja meistens von Bosch, dass man den dann so hoch runterklappen kann. Und hier müssen wir erst hoch und dann so. Also so ein Spannverschluss. So, und hier ist unser E-Hobel. Ja, großer Koffer, kleiner Inhalt. So groß sieht er jetzt nicht aus. Gucken wir uns gleich mal an. Das ist hier die Seitenführung. Das ist hier der E-Hobel. Ist ganz schön schwer. Der wiegt so einiges. Und ja, hier ist der Spanabwurf, das kann man halt steuern. Hobelmesser haben wir eins. Ein Hobelmesser nur drin, okay. Gut, ja. Was gibt es dazu zu sagen? Eigentlich nicht viel, ne? Gummiert alles. Ja, hier können wir den Staubsauger anschließen. Hier können wir die Millimeterzahl einstellen, ne? Den Zehntelbereich. Bis 3 mm können wir hier was runternehmen. Ja. Schöne glatte Oberfläche. Gut. Bin ich mal gespannt. Ah, hier ist noch ein Imbus drin. Die kann man wahrscheinlich rausziehen. Ja. Um die Messer nachzuziehen. Das sollten wir wahrscheinlich auch tun, bevor wir das erste Mal loslegen damit. Ich kann ja mal ja ganz kurz in etwas Strom geben. Ah, hier ist der Keilriemen hier unter. Ja, ich gebe dir mal ein bisschen Strom. Mal gucken, wie laut das Gerät ist.
interessiert mich. So, jetzt. Ja, so laut ist der eigentlich gar nicht, ne? Na gut. Ja. Der riecht jetzt so ein bisschen, aber ich denke mal, das ist, weil er neu ist. Ja, den werde ich hier verwenden, um meine Eichenbohle abzuhobeln. Bin mal gespannt, ob der was taugt. Bis zum nächsten Mal.